Schön, dass du bei der bewegten Pause dabei bist. Ich habe heute 20 Minuten vorbereitet und zwar für unsere Mitglieder in unserem Studio. Und da nehme ich dich heute mit und zwar machen wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten immer um 13 Uhr eine kleine bewegte Pause und das Ganze für unsere Mitglieder. Und heute steht Wirbelsäule auf dem Programm, das heißt, wir werden heute ein paar Mobilisationsübungen für die Wirbelsäule machen. Ich werde euch auf jeden Fall mal mitnehmen in unsere bewegte Pause, was wir immer so machen. Und schön wäre es, wenn du natürlich jetzt jeden Tag um 13 Uhr auch so eine kleine bewegte Pause einbaust. Vor allem, wenn du viel im Homeoffice bist und da einfach viel sitzt, dann tut es der Wirbelsäule einfach richtig, richtig gut. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. Gut, los geht's. Wir starten direkt dich mal richtig schön lang und groß. Alles nach oben ziehen. Richtig, richtig lang machen. Wie immer erstmal strecken. Und dann mal richtig schön tief mit den Händen auf die Oberschenkel, Kinn auf die Brust. Und dann rund werden. Und hier beim richtig schönen Rundwerden einfach mal so weit, wie es geht, nach unten fallen lassen. Und dann einfach hier mal bleiben. Du kannst auch so ein bisschen reinfedern nach unten. Säug dann die Knie und komm mal Wirbel für Wirbel nach oben. Stück für Stück langsam nach oben kommen. Und oben nochmal strecken, lang machen, groß machen, alles auseinanderziehen. Richtig schön groß und lang werden. Ja, wunderbar. Das machen wir nochmal. Nochmal die Hände auf die Oberschenkel, Kinn auf die Brust und nochmal Stück für Stück nach unten kommen. Langsam Wirbel für Wirbel und dann hier nochmal leicht nach unten federn. Jetzt auch schon mal leicht rechts und links nach unten kommen, federnd. Ganz wichtig, den Nacken loslassen, Blick zwischen den Beinen durch. Und dann so ganz sanft rechts und links nach hinten rotieren. Wenn die Hände noch nicht auf den Boden kommen, ist nicht schlimm, gell? Dann die Knie beugen und nochmal Stück für Stück langsam Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Und letztes Mal nochmal nach oben strecken, groß machen. Dann mal die Hände ineinander und ineinander jetzt mal richtig schön nach oben ziehen, groß machen. Genau. Gerne auf die Zehenspitzen, dann mal die Füße auf den Boden. Und dann die Arme nach unten rund werden. Die Hände bleiben noch ineinander. Und auch hier nochmal so tief, wie es geht, ohne dass sie jetzt mit der Hüfte abkippt, sondern richtig schön hier Hüfte vorne lassen. Wieder Arme nach oben schieben, lang Richtung Decke. Und nochmal nach unten tief, nur aus der Brustwirbelsäule rund werden. Und nochmal hoch, nach oben schieben, lang machen. Groß machen, dann die Hände loslassen und dann mal die Hände zur Seite. Die Fingerspitzen Richtung Knie und hier mal rechts und links zur Seite kommen. Richtig schön. Der Oberkörper bleibt eine Linie. Nicht nach vorne wegkippen, sondern richtig schön eine Linie bleiben. Und hier leicht rechts und links zur Seite. Versuch immer ein bisschen tiefer zu kommen, rechts und links. Und schieb die Hüfte schön raus. Letzten zwei. Und der letzte. Und gut. Dann mal die Hände hinter den Kopf, die Schultern weit, weit weg von den Ohren. Die Knie sind so leicht angewinkelt. Und dann mal rechts und links leicht nach hinten rotieren. So richtig schön. Die Hüfte bleibt mal richtig fest und stabil. Und nur der Oberkörper rotiert nach hinten. Ja. Nehmt jetzt mal mit Absicht die Hüfte mit nach hinten. Dann merkt man, Gott, man kommt ja viel, viel weiter. Und dann mal drei, vier Bewegungen noch. Und dann fixier die Hüfte wieder. Hüfte richtig schön fest. Und nochmal nur aus dem Oberkörper rotieren, rechts und links. Letzten drei, noch zwei und ein letzter noch und gut. Die Arme locker lassen und mal durchschwingen. Mal richtig schön locker lassen, die Knie nach außen und durchschwingen. Und beim Schwingen wirklich die Arme locker nach unten durch
schwingend. Gerne mal die Arme jetzt ein bisschen höher noch, Richtung Decke und wieder tief, Richtung Decke und wieder tief, einer noch und tief und gut. Die Hände nochmal hinter den Kopf, dieses Mal nicht rotieren, sondern nochmal seitneigen. Das heißt, der Ellenbogen kommt Richtung Knie, der Oberkörper kippt ab aus der Brustwirbelsäule raus, Ellenbogen an der Seite schön tief. Ja, letzten drei, noch zwei und der letzte und nochmal die Arme locker, nochmal durchschwingen. Wir kombinieren nämlich jetzt die Rotation mit dieser Seitneigung für die Wirbelsäule und gut, Hände hinter den Kopf und jetzt mal rechts und links richtig weit nach hinten rotieren. Richtig schön weit. Nochmal rechts und links. Einer noch rechts und einer noch links und dann seitneigen. Rechts und links tief. Richtig schön tief nach unten seitneigen. Letzten. Und einmal rotieren, einmal rechts rotieren, einmal links rotieren und einmal seitneigen. Rechts tief und links tief. Wunderbar. Nochmal rotieren. Einmal rechts, einmal links und nochmal seitneigen. Und jetzt pass auf, du rotierst nach hinten mit dem rechten Ellenbogen. Dann kommt der rechte Ellenbogen tief, der linke geht nach oben, kommt ins Seitneigen. Komm wieder zurück und dann andere Seite. Rotier nach hinten, linker Ellenbogen taucht ab, rechter Ellenbogen geht hoch und wieder zurück. Nochmal, so weit wie es geht nach hinten. Ellenbogen hoch und wieder zurück in die Mitte. Einer noch. Ellenbogen zurück nach oben und dann wieder locker ausschwingen. Nochmal locker machen. Gern die Arme Richtung Decke. Und hier richtig schön auf und ab. Sehr gut. Die Füße dürfen mal wieder ein bisschen enger. Und dann locker, locker, locker. Die Arme mal nach vorne. Hier Brustwirbelsäule rund werden, richtig schön rund aus dem Oberkörper, auch die Lendenwirbelsäule und dann richtig schön aufrichten und so ein bisschen ins Hohlkreuz sogar. Dann nochmal rund und nochmal ins Hohlkreuz. Letzten zwei rund und ins Hohlkreuz und dann die Hüfte leicht nach vorne schieben, sodass der Oberkörper schön stabil ist. Und jetzt mal rechts und links den Ellenbogen nach hinten nehmen. Wie wenn man einen Bogen schießen würde. Bogen spannen und wieder zurückkommen. Bogen spannen und zurückkommen. Die Knie auch hier wieder leicht angewinkelt. Weil oft ist es so, wenn man durchstreckt, dann kommt man so ins Hohlkreuz. Also bei mir zumindest. Deswegen immer schön stabil im Oberkörper bleiben. Richtig weit nach hinten. Gern auch dem Ellenbogen hinterher schauen. Und dann mal nach hinten öffnen, mal den Arm richtig schön lang nach hinten schieben. Lang nach hinten öffnen und wieder zurückkommen. Und nochmal nach hinten öffnen und zurück. Die letzten drei. Noch zwei. Und der letzte. Und gut. Auch hier nochmal durchschwingen und zwar hoch und tief. Arme lang Richtung Decke und wieder tief. Lang Richtung Decke und tief. Auf und ab. Einfach mal durchschwingen. Ihr könnt auch mit Absicht mal den Rücken rund machen. Aber nur, wenn es der Rücken zulässt, dass es angenehm ist. Und dann so leicht ins Hohlkreuz nur zu mobilisieren. Der muss gar nicht gerade sein jetzt gerade. Einer noch. Und gut. Die Arme kommen jetzt zur Seite. Auch hier nochmal macht den Rücken rund. Richtig schön rund. Und dann nach hinten öffnen, Brust raus, leicht ins Hohlkreuz kommen. Nochmal Rücken rund, gern die Arme vorne verschränkt und nach hinten öffnen, groß. Nochmal rund werden und öffnen. Und hier richtig schön lang machen, groß machen, ziehen auseinander und nochmal rund. Letzten zwei und der letzte und gut.
Auch hier nochmal durchschwingen. Machen wir so Schwungbewegungen zwischendurch zum Lockern. Die Spannung wieder ein bisschen rausholen. Gut. Perfekt. Jetzt nehmt doch mal die Füße ein bisschen breiter. Und dann versucht ihr mal hier so ein bisschen tief zu kommen in die Oberschenkelinnenseite. Gehen wir mal ein paar Etagen tiefer in die Beine. Und hier mal so ganz leicht rein wippend, gerne auch auf die andere Seite. Auch hier mal leicht mit der Hüfte tief in die Oberschenkelinnenseite rein. Nochmal Seitenwechsel. Auch hier nochmal schön tief, leicht reinfedern. Und nochmal Wechsel auf die andere Seite. Gut. Dann nochmal breit stehen, jetzt nochmal aufrecht. Und jetzt nochmal die Hüfte zur Seite schieben, dieses Mal aber mit beiden Knien ausgestreckt, sodass man nochmal anders in die Innenseite reinkommt. Richtig schön die Hüfte rausschieben. Dann Seitenwechsel. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um den Bereich Hüfte. Und es fühlt sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber es sollte jetzt hier ein kleiner Zug sein in der Innenseite. Gut, dann Hände in die Lendenwirbelsäule, Hüfte vor, das darf nicht fehlen. Die nach hinten Überstreckung, Kinn bleibt auf der Brust. Auch hier wieder Beine schön breit. Um jetzt, wie gesagt, die Hüfte hier ein bisschen zu öffnen. Gut, und dann auch wieder nach unten langsam abrollen. Kinn auf die Brust und nochmal Stück für Stück nach unten. Und hier nochmal leicht reinfedern. So ganz sanft in die Oberschenkelrückseite. Vielleicht auch Kniekehle, eventuell auch Rücken. Nimm dann mal deine linke Hand Richtung rechte Ferse und dann mal richtig schön mit der Nasenspitze Richtung Knie. Und mal so tief wie es geht nach unten ziehen. Nochmal über die Mitte auf die andere Seite. Auch hier mit der Nasenspitze Richtung Knie. Gut, nochmal zur Mitte zurück. Knie nochmal leicht beugen und nochmal Stück für Stück langsam nach oben kommen. So, Schultern mal richtig schön angenehm kreisen zurück. Was für den Schulter-Nackenbereich noch? Richtig schön nach hinten die Nackenmassage abholen. Einmal rechts und links. Stehst immer noch breit. Wir machen nämlich nochmal einen kleinen Durchgang für die Hüfte. So, nochmal Hände in die Lendenwirbelsäule, nochmal Hüfte vor, Kinn auf die Brust. Wir machen davon jetzt ein bisschen eine Erweiterung. Schultern bleiben weit weg und dann versucht mal immer rechts und links mit dem Ellenbogen so ein bisschen tief zu kommen. So ein bisschen nach unten, genau Blick über die Schulter. Rechts und links nach unten. Hat schon knack, knack, knack gemacht. Und ja, richtig schön. Und dann langsam nach vorne in die Gegenbewegung. Soll nicht wehtun. Und nochmal hier nach unten schön tief einsinken. Nochmal leicht nach unten reinfedern. Und dann nochmal die Knie beugen und nochmal Stück für Stück nach oben kommen. Wunderbar. Hände an die Seite, Füße hüftbreit und dann einfach mal nur das Kinn auf die Brust und Kopf in den Nacken. Kinn auf die Brust und Kopf in den Nacken. Und hier mal auf und ab nicken. Gut, wenn hier ein bisschen schon geschmiert ist, dann machen wir jetzt Folgendes. Die Hände wieder locker an die Seite, mal das Kinn nach vorne schieben und dann leicht das Doppelkinn machen. Kinn nach vorne und leichtes Doppelkinn. Und es fühlt sich so richtig, richtig gut an dem Nacken, ich weiß. Sieht auch so mega sympathisch aus mit diesem schönen Doppelkinn. Letzten zwei. Halt mal das Doppelkinn,
sodass der Hinterkopf richtig, richtig lang Richtung Decke geschoben wird. Und dann noch Brust öffnen, Brust raus. Hände mal hinten zusammen und dann den Kopf mal auf die Seite ablegen. Hier kurz in den Nacken reindehnen. Dann über die Mitte auf die andere Seite. Auch hier nochmal richtig schön reindehnen. So, wunderbar. Gut, dann wieder zur Mitte zurück und jetzt mal rechts und links das Knie richtig schön hochziehen. Jetzt machen wir noch wieder was von oben nach unten für die Hüfte. Richtig schön das Knie nach oben ziehen. So hoch wie es geht Richtung Brust. Und dann bleibt das rechte Knie mal oben. Einfach mal kurz halten, versuchen in diesem Einbeinstand zu stehen, zu balancieren. Dann mal das Knie loslassen und jetzt mal das Bein vor und zurück schwingen. Und jetzt wird es mit der Balance wieder ein bisschen anspruchsvoller. Versucht erstmal vor und zurück zu schwingen, bevor wir dann mal versuchen seitlich zu schwingen. Und zwar hier einmal nach rechts, nach links. Sehr gut. Andere Seite, linkes Knie schnappen, Brust raus, erstmal stabil stehen. Das ist Aufgabe Nummer 1. Aufgabe Nummer 2, Knie loslassen, vor und zurück schwingen. Zehenspitze so leicht in den Boden reinkrallen und vor und rück schwingen. Auch hier wieder die Hüfte nach hinten so ein bisschen öffnen. Und auch hier wieder probieren, diagonal. Sehr gut. Da muss das Sprunggelenk wieder ein bisschen arbeiten. Letzten 3, noch 2 und der letzte. Und gut. Die Füße hinstellen und jetzt so tief wie es geht mal nach unten kommen. So tief wie es geht in die tiefe Kniebeuge. Ja, genau. Wenn es nicht tiefer geht, dann bleib hier. Genau. Popo nach unten. Hände nochmal tief. Und hier mal den Popo nach oben lang strecken. Nochmal leicht reinfedern. Dann nochmal den Popo tief nehmen, um nochmal die Hüfte richtig durchzubewegen. Nochmal den Rücken aufrichten, Brust raus, Ellenbogen mal an die Knie und richtig schön hier ein bisschen Druck aufbauen, dass der Rücken angespannt werden muss. Gut, nochmal Popo nach oben. Nochmal leicht nach unten reinfedern. Dann nochmal tief und dann bleibt mal unten tief. Oberkörper wieder schön aufrecht. Ja. Und dann mal rechts und links über die Schulter schauen. Mal versuchen, rechts und links so weit wie es geht nach hinten zu schauen. Einer noch. Und gut. Nochmal Hände tief, nochmal Po nach oben. Nochmal leicht reinfedern. Knie beugen und nochmal Stück für Stück nach oben rollen. Und oben nochmal strecken, groß machen, lang machen. Nochmal alles auseinanderziehen. Richtig schön lang, lang, lang. Und dann machen wir noch eine kurze Dehnung für die Seite. Und zwar mal den rechten Fuß über den linken. Und dann in die linke Seite mal richtig schön lang machen. Die Hüfte so leicht rausschieben und versuchen, hier lang zu strecken nach oben Richtung Decke. Dann in die Mitte zurück, Seitenwechsel. Und auch hier lang schieben, lang Richtung Decke. Genau. Gut, nochmal durchschwingen und zwar vor und rück. Auf und ab. Mal nochmal durchschwingen, locker machen und dann schüttel dich aus. Alles durchschütteln, locker machen und dann hast du es schon geschafft und ich hoffe,
Die haben die 20 Minuten gut getan. Ideal für mittags einfach mal zum ein bisschen durchbewegen, vor allem wenn man super viel sitzt. Und falls dir das Video gefallen hat, dann danke ich dir für einen Daumen hoch, für ein kostenloses Abo. Du kannst mich natürlich aber auch unterstützen über PayPal. Also falls du deine Kleinigkeit spenden möchtest, dann danke ich dir natürlich. Vielen, vielen Dank für auch den ganzen Support für Leute, die jetzt schon meine Sachen teilen, die an Freunde empfehlen. Und das ist natürlich mega, mega viel wert. Ich danke dir fürs Mitmachen und bis zum nächsten Training. Tschüss!